Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich gebe es zu, nach dem Bug habe ich das Spiel beendet, weil ich einfach total übermüdet war und deswegen neuer Tag, neue Runde. Leider habe ich gerade festgestellt, das bisherige Spiel, ich mache gerade noch kurz den Ton ein bisschen leiser. Ja, aber nicht wundern, das bisherige Spiel ist leider irgendwie nicht mehr vorhanden. Fragt mich nicht warum, ich weiß nicht, ob ich vielleicht hätte extra speichern müssen oder nicht. Deswegen starten wir jetzt einfach nochmal von vorne. Da das die bisherige Runde sowieso recht verbuggt war, hoffe ich, dass es jetzt einfach besser klappt und ich das in einem Rutsch gut durchspielen kann. Ja, der Name ist sogar noch drinne und ich dachte einfach mal, ich zeige euch jetzt direkt auch mal so ein paar andere Farben von den Wölfen hier in der Erstellung, weil es ist ja nicht nur schwarz vorhanden, wir haben hier noch ein Grau, das kann man dann natürlich auch noch hell und dunkler ziehen. Weiß, das kann man dann natürlich auch wieder so hin und her, und Orange haben wir auch. Wir könnten diesmal auch einen Orangenwolf machen, dann fallen wir ein bisschen mehr auf, also so ein bisschen dunkler. Schwarz ist vielleicht ein bisschen langweilig, hier haben wir noch ein bisschen weißer. Könnten wir komplett weiß machen oder so ein dunkles Grau. Ist aber auch eher unauffällig. So knallig orange. Ja, bleiben wir mal bei Female. Ich starte nochmal eben schnell den Timer nebenbei, nicht wundern. Und ja, dann können wir wieder starten. Die Settings lasse ich so wie beim letzten Mal. Der Name bleibt auch, wir bleiben weiblich. Save Wolf und Play Game. Ja, tut mir leid dafür, dass wir noch einmal von vorne anfangen. Ja, unsere Quest kennen wir bereits. Wie wir hier vorgehen müssen, kennen wir auch bereits. Starten wir also nochmal. Ich habe die Grafik diesmal ein bisschen höher geschraubt. Ich frage mal ab, ob man es merkt. Huch, sind wir braun? Okay, wir sind braun. Ich dachte eigentlich, wir wären orange. Aber gut, braun ist auch in Ordnung. So, in die Steuerung muss ich mich jetzt allerdings noch mal eben kurz ein bisschen reindenken. Ah, okay. So, laufen wir. Dann gucke ich mal kurz auf die Map. Die pinken Gegenden sind ja die der Wölfe. Also starten wir. Ich glaube, ihr seht meinen Mauszeiger nicht. Das habe ich in der letzten, beim Schnitt gesehen, in der letzten Aufnahme. Aber gut, wir gehen jetzt hier links oben in das pinke Wolfsgebiet und gucken mal nach unserer ersten Begegnung. Hier unterwegs können wir direkt noch ein paar tote Tiere mitnehmen. Gejagt habe ich ja in den letzten beiden Aufnahmen. Ich schaue mal, dass wir diesmal einfach ein bisschen schneller hier durchkommen. Weil wie gesagt, ich habe gelesen, dass man es in einer halben Stunde schaffen soll. Und halte ich eigentlich gar nicht für unwahrscheinlich. Also je nachdem, wie viel Zeit man sich eben noch nimmt. Die Landschaft ist ja jetzt auch nicht so groß. Man kann viel erkunden und so. Ja, habe ich in den letzten beiden Aufnahmen ja auch gemacht, bis uns der Bug da in die Quere kam. Ich hoffe, diesmal bleiben wir verschont. Aber nun erst, da haben wir direkt noch wieder Futter. Ist ja ganz schön praktisch, da brauchen wir gar nicht lang gehen. Wolf-Territory. Genau. Aber erst wollen wir fressen. Und dann folgen wir der Spur. Ja, Kompass kennen wir auch bereits. Die Kyokoyoten hinterlassen immer so eine grüne Giftspur. Duftspur. Es war eine Mischung aus Gift und Duft. Weil grün gleich giftig. Ich frage mich immer noch, warum oben rechts nichts angezeigt wird. Normalerweise wird oben rechts in dem kleinen Kästchen nämlich angezeigt, um was für eine Duftspur es sich handelt und wann man zuletzt zuletzt jemand vorbeigekommen ist, der eben diese Duftspur hinterlassen hat. Ja, hier kommen wir schon auf das Ziel. Und da haben wir es auch schon. Snowmail. Oh. Das war recht dumm. Ja. Okay, so viel zum Thema, wir rushen da mal durch. Weil jetzt ist der Wolf weg. Ich habe nämlich aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Ja.
Sorry dafür. Das kann schon mal passieren. Da ist ein neuer. Gehen wir nochmal hin. Ein Mail. Gut. Theoretisch könnten wir uns mit dem anfreunden. Ich weiß aber nicht, ob das so clever wäre. Ja, das ist jetzt so ein kleiner Bitchfight zwischen Wölfen, wer der Boss ist. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte schlecht für uns ausgehen. Ah, er gibt klein bei. I'll be on my way. Ich gehe weiter. Ich verlasse mich jetzt. I just stay here. Also ich bleibe hier. Take it easy. Leave now. Okay, der haut ab. Puh. Da rutschte er gerade so ein bisschen. How to rest and sleep. Ach genau, wir können nämlich mit R können wir uns hinsetzen. Das brauchen wir aber gar nicht, weil das ist nur um den... Ups, jetzt legen wir uns hin. Das ist nämlich nur um den grünen Balken aufzulockern. Aufzuladen, meinte ich. So, jetzt haben wir dieses Territorium... hoch. Das wollte ich nicht, ich wollte auf die Karte. Dieses Territorium haben wir jetzt quasi eingenommen. Was uns das bringt, weiß ich auch nicht so genau. Jetzt denke ich, gehen wir einfach direkt hier unten weiter mal nach rechts unten in die Ecke. Und schauen, was wir da finden. Zwischendurch nehmen wir diesen Hasen mit. Wenn wir den kriegen. Hasen sind flinke Viecher. Ah, wie schön, dass er wenigstens in die richtige Richtung rennt. Ja, da ist er auch schon weg. Ist noch ein Hase, aber die Viecher lasse ich einfach mal. Viel bringen die uns eh nicht. Eigentlich bräuchten wir jetzt mal ein Kadaver von einem Elch. Das wäre gerade grandios. Was liegt da hinten? Nee, ist nur ein Stein. Theoretisch können wir trotzdem den Umweg über da hinten nehmen. So dramatisch ist das nicht. Obwohl... Ja, dann laufen wir fast schon wieder in die falsche Richtung. Egal, den nehmen wir mit. Dann nehmen wir sonst zuerst oben rechts den, das Wolfsgebiet. Ich meine nämlich auch, im Hinterkopf zu haben, dass man sowieso erst im letzten Wolfsgebiet quasi sein Mate, sag ich mal, findet. Wäre ja auch recht unlogisch, wenn man die Quest direkt im ersten Gebiet abgeschlossen hätte. Dann hätten die Entwickler ja quasi 5 Minuten Spielzeit eingebracht. Ich meine, wir haben den ersten Wolf jetzt mit anfänglichen Schwierigkeiten. Die eigentlich keine anfänglichen Schwierigkeiten mehr sind, nach 5 Minuten gefunden. Und das wäre ja schon recht unclever, sag ich mal. So, hier laden wir kurz unsere Energie auf, unsere Lebensenergie. Das war's auch schon. Dann nehmen wir jetzt doch oben links, oben rechts erst den Wolfsdingstens mit, das Wolfsgebiet. Ich bin sowieso mal gespannt, wie viele das hier mitgucken. Also falls ihr jetzt in der dritten Episode, die ja eigentlich so gar nicht geplant war, wieder eingeschaltet habt, freut es mich total. Könnt ihr mal da lassen, wie es euch gefällt. Und vielleicht kennt ihr das Spiel ja sogar. Also ich weiß nicht, ich habe es damals gesuchtet. Aber da war ich, weiß ich nicht, 12, 13. So in dem Alter war das. Das ist also schon ein paar Jährchen her. Boah. Es gibt ja auch noch einen Multiplayer, da habe ich damals tatsächlich auch nicht wenig mitgemacht. Dafür muss man sich aber dann auch einen Account anlegen. Liegt hier wohl noch nicht so lange. Also da für den Multiplayer muss man sich einen Account anlegen. Und dann kann man eben mit anderen zusammen zusammenspielen. Letztendlich gibt es da auch keine Story, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal... Da unten rutscht ein Bär runter. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn wir da unten lang gehen. Also eine Story gibt es da nicht richtig.
es ist dann mehr so, dass sich die Leute selbst so ein Roleplay-Game daraus machen. Ist ganz spaßig. Naja, wie ich schon mal gesagt habe, wahrscheinlich mehr für die Jüngeren. Aber mein Gott. Mein Gott. Ein bisschen Spaß darf ja auch mal sein. So, jetzt müssen wir eigentlich, genau, Wolf Territory, darauf habe ich, oder Territory, aha, ja, mein Englisch war auch schon mal besser. Ich finde es ganz nett, dass die Bären einfach mal abhauen. Der ist gar nicht mal so langsam. Ja, die Grafik ist nicht die beste. Das Spiel ist nun auch schon 5 Jahre alt. Vielleicht schaffen wir jetzt doch einen Durchgang in einer Folge. Das wäre ja... Yay! So. I want to be boss. Jetzt geht das Battle von vorne los. Der fügt uns nur irgendwie mehr Schaden zu als wir ihm, habe ich das Gefühl. Oh, aber er gibt einen. Gibt einen. Zieht einen, was auch immer. Leave now. Gut. Ich weiß zwar nicht so genau. Gut, diesmal hat mir keinen Bug, das ist schon mal schön. Ich weiß zwar nicht so genau, was es uns bringt, wenn wir die ganzen Wölfe hier. Vergraulen, sag ich mal. Weil letztendlich sollen wir uns ja einen Partner suchen. Aber wirklich so die Interaktionsmöglichkeiten haben wir ja auch nicht so. Ein Coyote. Rutscht da ein bisschen in der Gegend rum. Ich schau nochmal, wir brauchen nämlich wieder was zu futtern. Aber unser Weg ist gar nicht mehr so kurz. Da sollte es ja eigentlich möglich sein, dass uns was über den Weg läuft. Die Musik finde ich auf jeden Fall ganz angenehm. Also sie ist, was heißt angenehm, sie ist nicht nervig. So, kann man sich hier irgendwie, ich muss mich mal umgucken hier. Da hinten glitschte was durch. Aber ansonsten, vielleicht müssen wir uns doch mal eben was selbst jagen. Aber daran soll es ja nicht scheitern. Und die Bäume wachsen wieder. Die wurden fündig. Komisch. Das hat auch gar nicht keine lila Wolkendampfe. keine lila Dampfwolke hinterlassen. Ups, friss. Heute ist, glaube ich, so ein bisschen der Tag der gemischten Wörter. Gibt's ja auch mal. Wenigstens bin ich nicht mehr ganz so müde wie bei der letzten Aufnahme. Aber das war schon krass. Zumal dann da habe ich auch gemerkt, dass ich doch schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich weiß aber auch nicht. Ach, genau, ich sehe es. Ich habe das letztes Mal nicht gespeichert. Wir speichern es jetzt mal. Save. Wer weiß. Vielleicht. Ich will ja nicht riskieren, dass noch ein. Dass ein nächster Bug uns hier das kaputt macht. Da. Das nehmen wir auch mit. Wenn wir schon getötet haben, können wir es auch fressen. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Da habe ich nämlich tatsächlich nicht gespeichert. Böser, böser Fehler. Also Leute, merkt euch, immer speichern. Und zwar in regelmäßigen Abständen. Da ist wieder ein Coyote. Vielleicht müssen wir auch ins Wolfsgebiet kommen. Ich bin schon gerade mal vorsichtshalber auf die Geruchssensibilität hier umgestiegen. Auf dem Kompass sehen wir nämlich, jetzt ist nämlich der Schatten da weiß. Das heißt, er ist näher. Wenn wir jetzt. Ja, da hängt es gerade.
gerade schon wieder. Aber da sehen wir zum Beispiel, die anderen Schatten sind grauer, also durchsichtiger quasi. Warum hängt das Spiel, hm? Ich habe gerade nur noch ein Frame. Okay, jetzt dürfte es wieder normal sein. Ups, da rennen wir erstmal gegen die Wand. Oder gegen den Baum. Oh Gott. Wolf-Territorium. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass uns hier gleich schon wieder ein Bug entgegenkommt, weil es hängt arg. Es hängt wirklich arg. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bär. Wir gehen mal oben zu. Ja, wenn der uns jetzt angreift, können wir quasi nichts machen, weil wir hier nur rumhängen. Also es ruckelt gerade wirklich. Es leckt extrem. Schade eigentlich. Ich hatte das Spiel nicht so schlimm in Erinnerung. Weil an meinem Laptop kannst du bei bestem Willen nicht liegen. Nicht bei diesem Spiel. Dann hoffen wir mal das Beste. Nicht, dass der hier wieder rumhängt, der Wolf. Bitte, 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 bitte. Ansonsten breche ich das hier ab, weil, ganz ehrlich, dann habe ich euch zwar ein bisschen chaotischen Spaß hier liefern können, aber... Naja. Okay, er steht zumindest. Ui. Hm. What's up? You are not my family. I'm out of here. I can wait. I'm no threat to you. Aber eigentlich müssten wir jetzt hier unseren Partner finden könnten. Do I know you? Hm. Okay. Das ist kein partnerschaftliches Verhalten, sag ich mal. Das irritiert mich ein wenig. Hey! Das will ich aber nicht. Was machen wir denn jetzt? Der hat uns weggeschickt. Entschuldigt Leute, meine Aufnahme ist gerade abgebrochen. Die Festplatte ist leider vollgelaufen. Das erklärt auch, warum meine Frames da eben so runtergegangen sind, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel ihr gerade noch mitbekommen habt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Wir haben alle drei Wolfsgebiete abgedingsbumst, abgesucht. Wir waren schon in allen drei Wolfsgebieten drin. Und jetzt sollen wir aber trotzdem uns ja noch ein... neuen Mate suchen und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu dem ersten Gebiet, in dem wir waren. Einfach da nochmal, um da nochmal zu gucken. Wir sollten nämlich ja einen besonderen Wolf finden, der eben als unser Partner geeignet ist. Jo. Ich hoffe, das konntet, kann ich gleich noch irgendwie ein bisschen zusammenbasteln. Muss ich mal gucken mit dem Schneiden, wie ich das mache. Es wird auf jeden Fall eine Folge bleiben. Keine Angst, ich bastle euch da jetzt nicht mit zwei Folgen draus. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unsinnig. Aber wir brauchen Futter, 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 Futter. Wir sind eben schon mal einmal an einer Futterstelle, also an einem toten Elch quasi vorbeigekommen. Da hinten laufen. Machen wir kurz einen Abstecher. Der war aber von einem Bären beschützt. Und einem Bären wollte ich mich ja nicht anlegen. Ey, Kantin, ja, nee, ich möchte jetzt nicht jagen, ich möchte was Totes. Da ist es auch schon... Auch nämlich ein bisschen... Ist unsere Lebensenergie wieder aufladen. Komm, hey. Wo ist der grüne Fressbalken? Genau da. So, dann gucken wir einmal. Wir wollten in... Genau, in die Richtung. Nein, wir wollten in die Richtung. Huch. Ist das jetzt richtig? Ja. Schön, schön. Ein bisschen verwirrend ist es ja schon. Die Steuerung ist nämlich
Na, veraltet will ich nicht sagen, aber sie ist veraltet. Beziehungsweise einfach nicht gewohnt. Also man ist halt von den neuen Games schon ein bisschen was anderes gewohnt. Hier zum Beispiel steuere ich wirklich nur über WASD. Ich bin wirklich froh darüber, dass es überhaupt funktioniert. Ja, die Maus lasse ich komplett weg, weil das funktioniert gar nicht so. Es kann auch sein, dass es an meinen Einstellungen liegt. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Das wird wohl eher vom Spiel abhängig sein, dass wir dann das da nicht so ausgefeilt haben. Wir werden schon wieder müde. Aber haben wir hier zufällig? Ja, da hinten liegt noch etwas. Das wollen wir nochmal eben schnell fressen, bevor wir uns dann gleich da ins Wolfsgebiet wagen. Das dürfte direkt an der Ecke vorher liegen. Dann mal schauen, ob wir da fündig werden. Die Quest wurde uns ja eben nochmal noch mal aufgezeigt. Wir sollten einen bestimmten Wolf finden. Leider habe ich schon wieder vergessen, was das für einer war. Ihr habt es da ja einfacher. Ihr könnt da einfach nochmal eben zurückspulen und nachgucken quasi. Oh, ich glaube, hier waren wir schon mal. Wolf-Territory. Ja, aber ich will erst fressen. Ups, das war V. Da habe ich aus Versehen ins Falsche gewechselt. Aber ist nicht schlimm. Das brauchen wir nämlich auch, um der Spur zu folgen. Weil wenn du zum Beispiel diese Spuren hier gar nicht hast, also wenn du zum Beispiel am Anfang nicht mitbekommen hast, und das kann kleineren Leuten oder jüngeren Leuten, das ist ja von der Größe unabhängig, aber es kann jüngeren Leuten schon mal passieren, dass sie das in der Steuerung verpassen, dann rollst du hier nämlich Ewigkeiten rum, bis du diesen Wolf findest. Oh, guck mal. I like you. Dispersal war's. Genau, wir brauchen ein Dispersal. I like you. Mal gucken, ob das klappt. I will wait and see. Na toll. Hello there. Oh, ein Herzchen. Let's play. Let's play, genau. I like you. Oh, wir schnüffeln. Oh, wir haben ein zweites Herzchen. Toll. Wir brauchen... Let's play. Ja, wie mein Hund. Der hängt dann auch immer so vor mir. Oh, ein drittes Herzchen. Spielen sie jetzt auch? Nein, gespielt wird nicht. Gibt's noch ein viertes? Jetzt schnüffeln wir wieder. Eigentlich dachte ich echt, ich hätte einen orangenen Wolf, aber der ist wirklich mehr braun. Oh. Oh. Ups. Da haben wir ein Herzchen verloren. Ich möchte ein Herzchen wieder haben. Das erinnert mich ja ein bisschen an Sims. Wenn man quasi immer wieder die gleiche Aktion macht, dann wird das langweilig. Gut, dann starten wir jetzt mal unser Pack. Toll. Oh, und da haben wir unseren Mate gefunden. Ja, wir dürfen eigentlich... Wie? Doch noch nicht? Oh. Oh. Let's be friends. Oh, ist das jetzt die Friendzone? Wir haben doch schon ein Pack gestartet. Let's start back. Wir brauchen, glaube ich... Brauchen wir den fünften? Nochmal Let's Start a Pack. Brauchen wir ein fünftes Herzchen? Wir haben doch schon vier. Wie viel soll es denn noch werden? Ja, ein fünftes Herzchen! Boah! Dann passen wir theoretisch noch zwei. Aber ich hoffe, den brauchen wir nicht. Oh, Mate Name. Wie wollen wir den denn mal nennen? Was passt denn zu so einem total männlichen Wolf? Der weiß ist und ein bisschen braun. Nehmen wir mal ganz klassisch Snow. Und dann Enter. Enter geht nicht.
Dann machen wir Leave Area. Oh, guckt mal. So. Verfolgt er uns jetzt? Ja. Guck, jetzt können wir... Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir zu zweit durch die Welt jumpen. Quest for a mate completed. Wir haben die Quest erfüllt. Congratulations. You've bonded with your mate. Complete the Amethyst Mountain Quest. Now your mate will be your hunting and exploration partner. Watch the rear view mirror below the compass. Ah, unser Herzchen da unten. Da wird das angezeigt, wo sich unser Mate gerade befindet. Ich höre die ganze Zeit noch das Getrippel im Hintergrund. To see where your mate is behind you if you turn away from it. Genau, habe ich gerade gesagt. Be sure to save your game. Ja, genau. Genau, bla 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 bla. Und dann können wir weitermachen mit der zweiten Episode. Das wollen wir hier aber nicht an dieser Stelle. Ich glaube, da habe ich auch gar keine Lust zu. So, done with quest. So, jetzt speichern wir. Save. Ever. Plus. No. Safe. Da. Gut. Ich beende an dieser Stelle. Ich hoffe, ich konnte einigen dieses Spiel vielleicht näher bringen. Vielleicht habt ihr ja keine Bugs. Oder was auch immer. Ja, das war's von diesem Game mit 3 Episoden. Mensch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in einem anderen Let's Play. Tschüssi.